Ihr Lieben, eine neue Woche beginnt und wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio, im Fernsehen, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Bernd. Bernd ist wie alt? 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Bernd. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Vater, den ich kürzlich wieder aufgetan habe nach 22 Jahren. Nach 22 Jahren? Richtig. Also ich war, ja, das ist 22 Jahre schon genau her eigentlich. Ja, ist damals verschwunden, wie das so nach einer Scheidung schon mal vorkommt anscheinend. Also Eltern haben sich geschieden? Eltern haben sich geschieden. Dann war noch Kontakt da, auf 2 Jahre irgendwie, aber nur sporadisch. Ich habe ihn dann 2-3 Mal besucht, er ist weiter weggezogen. Ja. Und ist dann irgendwann eingeschlafen. Da war kein Kontakt mehr da. Ja, in der Zwischenzeit hat sich das Leben dann ganz normal entwickelt. Es war auch dann irgendwann kein Thema mehr. Meine Mutter hat neu geheiratet und so weiter. Und ja, vor 4 Jahren ist meine Mutter dann gestorben an Krebs. Mhm. Und dann war halt so meine Bezugsperson noch meine Oma, die halt dann 2 Jahre später, also vor 2 Jahren, auch an Krebs gestorben ist. Mhm. Als ich dann so familiär gesehen alleine da stand, habe ich mich dann immer auf die Suche begeben nach meinem Vater, weil irgendwo musste er ja sein. Mhm. Und das ging dann über den Suchdienst vom Deutschen Roten Kreuz. Ja. Kann ich jedem übrigens empfehlen, der das hier schon mal solche ähnlichen Probleme hat. Das kann man ganz einfach, das sich dann einfach an das Rote Kreuz wenden und die helfen. Internet, genau, einfach das Internetformular eingeben und das funktioniert dann. Guter Hinweis, habe ich auch so auch noch nicht gehört und gewusst. Ja, wusste ich auch nicht, habe es im Internet gefunden. Mhm. Die haben ihn dann auch aufgetan, durften mir allerdings seine Adresse nicht geben aus Datenschutzgründen. Mhm. Und ich habe ihn dann angeschrieben, da kam dann leider keine Antwort drauf. Mhm. Tja, dann habe ich es wieder einschlafen lassen. Ein Jahr später habe ich es dann nochmal probiert, diesmal über einen privaten Suchdienst, der dann natürlich auch Geld gekostet hat, der aber zum Glück seriös war und es war auch nicht so super teuer und der hat dann irgendwie mit Datenschutz wohl nichts mehr im Hut gehabt und dann habe ich seine Adresse bekommen, habe ihm nochmals geschrieben und dann kam der Kontakt zustande. Mhm. Da sind dann so 2 Briefe hin und her gegangen und dann ist es wieder ein paar Monate eingeschlafen. Ich habe halt privat viel um die Ohren gehabt und so weiter. Ja. Und jetzt war es eigentlich schon klar, dass ich, er lebt in Hamburg, war klar, dass ich über Silvester mal nach Hamburg wollte, einfach mal so Silvesterurlaub eben und wenn ich schon mal da bin, habe ich gedacht, fährst du mal kurz vorbei. Mhm. Sag mal, den ersten Brief, den er zurückgeschrieben hat, wie war der? War der freundlich? War der fast schon vielleicht euphorisch, dass er dich jetzt auch gefunden hat oder eher zurückhaltend? Euphorisch nicht, weil er hatte er eigentlich schon Kenntnis von mir, aber er hat sich damals wohl nicht getraut, auf den ersten Brief zu antworten. Warum er hat auf den zweiten geantwortet. Einfach aus Scham, nehme ich an. Ja. Mhm. Na, er hat sich ja immerhin die ganze Zeit über nicht gemeldet, hat auch keinen Unterhalt gezahlt. Und So, dann bist du irgendwann nach Hamburg gefahren? Genau, das war jetzt über Silvester. Über Silvester. Bin ich nach Hamburg gefahren. Ist ja noch ganz frisch. Wollte ihn dann einfach mal so treffen, also einfach mal vorbeifahren, gucken, ob er überhaupt da ist und so. Jetzt kam allerdings kurz vor Silvester, also kurz vor Weihnachten, kam ein Brief von ihm, nach einem Jahr nochmal, in dem er mir mitteilte, dass er in Krebs erkrankt wäre. Mhm. Und wollte mir das einfach nur so mitteilen als sein Sohn und so und was ich davon halten würde und so weiter. Was ja für dich sicherlich auch ein heftiger Schlag war. Du hast die Mutter verloren, die Oma verloren und jetzt den Vater, den du so gesucht hast, nun ist ja auch an Krebs erkrankt. Richtig, genau so habe ich mir das auch. Dann konnte ich natürlich auch nicht mehr hinterm Berg halten mit Überraschung. Ich bin jetzt da, ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, ich wollte sowieso nach Hamburg, ich komme vorbei, lass uns treffen. Mhm. Und dann haben wir uns auch getroffen, aber wir haben uns schon ausgemacht an dem Abend, einfach nur erstmal kennenlernen, wer ist das überhaupt. Das wie war das, das allererste Mal ihm dann nach so vielen Jahren, nach 22 Jahren, du warst 10, als er dich verlassen hat. Ja, genau, ja. Ihm dann gegenüber zu stehen. Verrückt, absolut. Freude? Geteilt, ganz komisch. Ich habe versucht, so ein bisschen von mir wegzuschieben, ganz distanziert das Ganze zu sehen. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da war natürlich auch Alkohol im Spiel auf meiner Seite. Er durfte ja nicht, er war ja krank. Ja. Also ich habe mich jetzt da nicht besoffen, aber schon zur Entspannung so 1-2 Bier dabei getrunken. Und aber nicht vorher, bevor du hingegangen bist? Nee, nicht, nee, schon währenddessen. Hast du ihn erkannt noch? Hattest du noch, wenn man 10 Jahre alt ist, hat man ja schon eine Erinnerung an jemanden. Mhm. Hast du ihn noch, gab es noch Züge, an die du dich erinnern konntest? Es gab natürlich auch Fotos von damals. Ja, genau. Er hatte mir auch auch mal ein Foto von sich geschickt. Aber ja, er hat sich schon verändert, logisch, klar. Er ist ja jetzt auch 56, glaube ich, ist er jetzt. Und die Gruppe erkannt, ja, aber ich hätte ihn nicht erkannt, wenn ich ihn auf der Straße begegnet wäre. Ja, das glaube ich, das glaube ich. So, die ganz große Grundfrage ist ja, warum ist er damals abgehauen? Und warum hat er dich alleine gelassen? Weißt du das mittlerweile? Nein, wir haben uns an dem Abend gesagt, wir lernen uns kennen. Wer ist das? Was hat er 22 Jahre lang gemacht? Weil wir sind ja fremde Personen. Mhm.
Und das Treffen, das war ja auch nur von 8 bis um 3 Uhr nachts oder so. War er gerührt, also eigentlich, als er dich gesehen hat? Ich denke schon, ja. Bist du das einzige Kind, was er hat, oder hat er noch andere Kinder? Nee, ich bin das einzige. Da muss man ja gerührt sein, eigentlich. Ja. Und der Sohn vor allem steht. Er ist auch so, dass er so eine kleine Wand aufbaut und viel von sich erzählt hat und auch natürlich von seiner Krankheit, wir haben viel über seine Krankheit geredet und so. Wie schwer ist er denn erkrankt? Das ist ja, es hat wohl heute, ich habe heute noch mit ihm telefoniert, er hat wohl heute Diagnose bekommen, dass die erste Chemo nicht angeschlagen hat und Operation auch nicht möglich ist. Mhm. Und ja, jetzt werden natürlich Alternativen gesucht, aber... Was für ein Krebs ist es? Kann man schwer sagen, es ist irgendeine Harnleitergeschichte. Also ganz genau beziffern kann man den nicht mit Namen jetzt. Ja, jetzt ist mein Grundproblem ist jetzt natürlich bei der ganzen Geschichte, wie verhalte ich mich? Mhm. Also zum einen denke ich mir ja, ist er in der Bringschuld sozusagen. Mhm. Weil eigentlich er hat den Kontakt abgebrochen damals und er ist jetzt sozusagen derjenige, der auf mich zugehen muss. Und aber wie sonderbar, da sitzen zwei erwachsene Kerle zusammen von 8 Uhr bis 3 Uhr nachts, sagst du? Ja. Und er sagt nichts zu der Vergangenheit? Wir haben uns das vorher so ausgemacht, das war ja, an dem Abend nicht so. Klar, mir brannte es auch auf der Zunge manchmal, aber seine Partnerin war auch dabei, meine Partnerin war dabei. Na, das ist war halt so ein lockerer Abend irgendwie. Und wie weit wohnst du jetzt entfernt von ihm? Ja, der lebt in Hamburg, ich bei Köln, also 500 Kilometer. Ja, er ist in der Bringschuld, schon, klar. Nur ist aber er ein schwerkranker Mann. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und du hast wiederum sehr viel Anstrengung unternommen, ihn zu finden. Sehr viel. Und du hast ja sehr viel gemacht. Mhm. Wie ist denn so dein Gesamteindruck von ihm? Ist er dir sympathisch? Ist dein Vater dir sympathisch? Ja, also ich habe ihn jetzt, wie gesagt, erst ein paar Stunden kennengelernt. Ja, auf den ersten Blick natürlich ist er mir irgendwie sympathisch, weil allein schon aufgrund der Tatsache, dass er mein Vater ist. Na gut, er hätte sich auch irgendwie seltsam verhalten können, wo du sagst, nee, das ist mir befremdend alles. Das war nicht der Fall. Nee, es ist jetzt nicht so der Fall gewesen, dass ich gesagt habe, nö, eigentlich ist das überhaupt nicht mein Typ. Wie seid ihr denn verblieben jetzt danach, nach diesem Besuch? Ja, ich bin so verblieben mit ihm, dass ich gesagt habe, lass uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal treffen, um halt wirklich die wichtigen Fragen zu klären. Dass man wirklich auch ins Detail gehen kann, was ist damals passiert, warum hast du das gemacht? Aber nun könnte man ja eigentlich, ich meine, das ist ja nun telefonisch keine Entfernung, man könnte doch telefonisch so eine kleine Basis aufbauen, indem man oft miteinander telefoniert. Könnte man gut, versuche ich auch so ein bisschen, gerade jetzt um immer nachzuhören, wie es ihm geht. Ja. Er hört allerdings auch nicht mehr so gut. Das ist eine andere Krankheitsgeschichte von ihm. Ah ja, das heißt, das Telefonieren fällt ihm schwer. Telefonieren ist nicht so toll, dann nimmt er auch wegen der Krankheit halt viel Morphium und so, ist halt immer öfter schläfrig. Ich glaube, du musst andere Maßstäbe ansetzen, jetzt aufgrund seiner Erkrankung, als wenn er noch ein gesunder Mann wäre. Ja, das muss ich wohl. Ich glaube, wenn er jetzt kein gesunder Kerl wäre, dann hast du recht, dann wäre es er müsste mehr Schritte machen und er müsste, er wäre im Zuge. Ja. So finde ich schon. Du vergibst dir ja nichts, wenn du vielleicht dann nochmal und nochmal auf ihn zugehst. Wer weiß, in was er sich da hinein verstrickt hat, welche Schuldgefühle er auch hat und da gar nicht so vielleicht auch alleine rauskommt und jetzt noch durch die Krankheit so belastet ist. Ja, also wie der reue Gesünder kann man mir jetzt eigentlich nicht vor. Ne? Also, dass es ihm so ein bisschen leid tut, merkt man natürlich schon. Aber gut. Ich denke mal, der überspielt es auch so ein bisschen. Also ich würde jetzt an deiner Stelle, weil das ist natürlich die brennende Frage, was ist da damals los gewesen? Ich würde die nächste Aktion wäre, wieder ein Treffen zu organisieren. Da würde ich schon hinfahren an deiner Stelle. Soweit ist es eben auch nicht. Mhm. Und da würde ich es ansprechen. Ja, das ist auch schon der Macher. Also ich würde auf jeden Fall im Februar hin. Ja. Für ein Wochenende, um dann halt die Sachen nochmal zu besprechen. So, und ich glaube, jedes Treffen, was passiert, bringt eine neue Farbe in diesen Kontakt hinein. Wer weiß, wie es danach ist. Vielleicht ist es dann sogar noch entspannter, noch intensiver. Vielleicht auch nicht, aber es wird dich weiterbringen, jeder Besuch. Mhm. Aber ich glaube, so wie du klingst, wirst du dich sowieso um den kümmern, in dem Rahmen, der dir natürlich zur Verfügung steht, jetzt wo er so krank ist. Du wirst ihr jetzt nicht schweigen. Nee, ich werde auf keinen Fall den Kontakt abbrechen und sagen, komm du mal klar mit deinem Kram. Ja, ja. Das nicht. Da bin ich kein Typ für, das ist schon richtig. Ja. Nur irgendwie, ich weiß halt nicht, inwieweit ich mich da einbringen soll. Ich könnte mich da natürlich jetzt total reinwerfen und Beratungsstellen suchen, mit den Ärzten sprechen und weiß der Geier was. Ich könnte aber auch alles ihn machen lassen und mich einfach informieren, wie es ihm geht. Ja, das würde ich wirklich auch erstmal vorsichtig angehen. Vielleicht will er das ja sogar gar nicht, dass du dich da so reinhängst. Mhm. Deswegen...
jeder Kontakt, der neu entsteht, wie ich gerade sagte, bringt halt auch eine neue Realität in eure Beziehung. Ich würde das vorsichtig angehen, aber mich auf jeden Fall interessiert zeigen und auch um ihn kümmern, in dem Sinne, dass du einfach mit ihm redest und da bist. Wie die Sache in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr aussieht, das wird sich zeigen. Ja. Ich würde jetzt aber nicht so die volle Kanne den Sohn da mit Ärzte, Kontakte und das würde ich auch nicht machen. Mhm. Wie gesagt, vielleicht will der das ja überhaupt gar nicht. Er hat eine Partnerin, sagst du? Richtig. Und was hast du für einen Eindruck? Ist das ein gutes Verhältnis? Oder? Ja, doch. Die sind jetzt auch seit der Zeit eigentlich zusammen, seit über 20 Jahren. Vorsichtige Annäherung könnte man das Ganze vielleicht überschreiben. Ja. Aber auf jeden Fall initiativ sein von deiner Seite aus, weil du bist der Jüngere und der Stärkere, der Gesündere im Moment und dann fällt dir das vielleicht auch noch leichter als von seiner Seite aus. Ja, und der Faktor Zeit spielt natürlich auch noch. Ja, genau, ganz genau. Genau. Weiß ja nicht, wie es aussieht mit der Krankheit. Genau, ganz genau. Ja, also bald wieder einen Besuch machen und reden und dann halt so peu à peu weitergucken. Mhm. Lieber Bernd. Gut. Alles Gute. Ich danke dir. Und toi, toi, toi. Bis dann. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier kostenfrei erreicht oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist die Lara, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, die Lara. Ist das richtig ist das richtig ausgesprochen? Die Lara, ja. Die Lara. Genau. Ist das ein, woher kommt der Name? Türkei, aus der Türkei. Ein türkischer Name. Genau. Das klingt sehr schön, die Lara. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um Familienstreit. Mhm. Und zwar, also seitdem ich klein bin, also seitdem ich so denken kann, sage ich mal, kannte ich es eigentlich nicht anders, dass mein Vater immer meine Mutter geschlagen hat. Mhm. Und wir haben das immer mitbekommen. Und wie viele Kinder seid ihr? Drei. Drei. Und in welchem Alter? Also ich bin 24, ja. Habe noch eine Schwester, die ist ein Jahr älter wie ich, 25. Ja. Und habe noch einen kleinen Bruder, der wird 13. Ah ja. Mhm. Und ja. Ihr beiden Mädels, seid ihr noch zu Hause oder seid ihr mittlerweile ausgezogen? Also wir beiden Mädels sind eigentlich noch zu Hause. Ich bin wieder zu Hause. Ja. Und also meine Schwester ist seit einem Monat bei meinem Vater, weil meine Mutter meine Schwester aus der Wohnung rausgeschmissen hat. Also meine Eltern sind auch getrennt. Ach, die sind jetzt getrennt. Ach so. Ja, die sind getrennt. Ah ja. Und, es ist so, als kleines Kind hat man, wenn immer mein Vater meine Mutter geschlagen hat, so am nächsten Tag habe ich das dann meist, also was heißt vergessen, schon, aber ich merke so, umso älter ich werde, umso mehr habe ich Probleme damit. Mhm. Also ich kann das nicht sehen, wenn meine Familie sich streitet, dann kommt wieder alles so hoch. Das heißt, ihr wart oder du warst als kleines Kind Zeuge, wenn der Vater die Mutter geschlagen hat? Immer, ja. Hat er sie sehr heftig geschlagen, sehr schlimm geschlagen? Ja, also schon mit der Faust. Mit der Faust. Wenn das Essen nicht pünktlich auf dem Tisch war, hat er das Essen genommen, über die drauf geschüttelt. Über sie geschüttet? Ja, über sie geschüttet. Oder mit Gegenständen auf sie geschlagen, richtig zerprügelt. Ja. Mein Vater war auch so ein Zocker, so ein Spieler. Mhm. Das heißt, deine Mutter war doch sicher dann auch hin und wieder auch verletzt, oder? Ja, immer, oft, klar. Mhm. Die Polizei war, einmal die Woche hat sie auf jeden Fall Schläge bekommen. Mhm. Also die Polizei war oft bei uns, die Nachbarn waren oft bei uns. Die haben immer versucht, mit meinen Eltern zu reden, aber... Ja. Und alles in Anwesenheit der Kinder, was natürlich ein Horror ist für die Kinder. Genau. Da hat man Angst, man hat Mitleid mit der Mutter. Ja, mein Vater hat immer gesagt, so sei leise, sei leise, sei leise. Und ich habe früher immer meine Mutter angefleht. Ich so, Mama, sei doch bitte leise. Ich so, du weißt doch, wie der Papa ist. Mm-hmm. Hat der Papa denn euch auch geschlagen? Euch nee, Kinder? Der hat uns nie geschlagen. Die Kinder war, nicht? Nee, zu uns war der immer war der immer super. Der hat immer gesagt, ihr seid hier in Deutschland aufgewachsen. Der war auch immer super locker. Der hat mit uns alles gemacht. Wie lange sind deine Eltern jetzt schon getrennt? Jetzt seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren, ja. Sagst du gerade auch. Kam die Trennung dann aufgrund der Initiative von deiner Mutter? Mein Vater, nee, also wenn es nach meiner Mutter gehen würde, würde sie meinen Vater wieder, also... Würde sie ihn wieder nehmen? Ja, klar. Was ist denn mit deiner Mutter los? Ja, ich habe auch zu ihr gesagt, ich so, was hättest du gerne, Schläge oder dass du eher deine Ruhe hast? Also sie war gar nicht erleichtert, als die getrennt waren? Die kennt das nicht anders. Lebt sie jetzt allein oder hat sie einen neuen Mann? Nee,
Nee. Ich würde niemals meinen Mann nehmen. Mhm. Haben die denn noch Kontakt miteinander, dein Vater und deine Mutter? Ja, ab und zu mal. Und dein Vater, hat der eine neue Frau? Ja, auch jetzt. Also der hat ja uns verlassen für die Frau. Ach so. Also noch eine schlimme Verletzung und Demütigung für deine Mutter. Aber der ist mit einer deutschen Frau zusammen. Bei der deutschen Frau wird er sich niemals wagen, die Hand hochzuheben. Das ist so, die schlägt er nicht. Nee, wird er sich auf gar keinen Fall wagen. So, jetzt hast du diese ganzen Erinnerungen in dir und wenn irgendwas Ähnliches passiert oder so nur andeutungsweise, dann kommen dir all die Bilder wieder in den Kopf. Ja, jetzt nämlich vor einem Monat hat sich meine Schwester und meine Mutter, die haben sich richtig heftig gestritten. Mhm. Das kann man dann nicht sehen, ne? Nein, und ich meine, ich verstehe meine Mutter und ich verstehe auch meine Schwester. Ich bin so die in der Mitte steht und immer so alles mitkriegt. Und ich versuche immer wieder mit denen zu reden. Hört doch euch auf zu streiten. Ihr wisst doch, wie es früher war. Ich will das nur nicht, dass der Kleine das genau das durchmacht, was ich gemacht habe. Also es gibt ein Enkelkind? Nee, aber mein kleiner Bruder. Ach, dein kleiner, den Bruder meinst du? Ja, und der war zwei, wo mein Vater uns verlassen hat. Da kann er sich gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man als Kind das so miterlebt, dass man auch Angst hat, dass die Mutter totgeschlagen wird. Ne? Klar. Ja. Klar, das auf jeden Fall. Deswegen, dass da in der Sache, meine Schwester weiß ganz genau, wir haben das beide, wir hatten immer Angst gehabt, weil immer, wenn mein Vater meine Mutter geschlagen hat. Kannst du, wenn du das zurückverfolgst, kannst du das sagen, wie oft das vorgekommen ist, dass der Vater deine Mutter so... Einmal die Woche. Ja. Einmal die Woche auf jeden Fall auch. Haben die sich denn mal geliebt, weißt du das? Vor langer Zeit? Ja, das heißt geliebt. Meine Mutter kommt aus dem Dorf. Ja. So wie das bei den typisch eben halt bei den Türken ist. Ja. War das eine freiwillige Ehe damals? Also sie haben sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Meine Mutter hat aber ja gesagt. Aber meine Mutter liebt meinen Vater immer noch, das weiß ich. Vielleicht ist es eher eine schlimme Abhängigkeit. Ja. Mir fällt es immer so schwer zu verstehen, dass man jemanden liebt, der einen über so viele Jahre misshandelt hat quasi. Da kann man ja eigentlich gar nicht von Liebe sprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Das Thema ist, dass du damit nicht so zurechtkommst und immer wieder alles hochkocht von früher, wenn du nur erinnert wirst. Das macht mich aggressiv. Ich erkenne mich dann manchmal selber nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Was passiert dann, wenn du aggressiv wirst? Ich schaue mir gegen den Kopf. Ich tue mir selber weh. Früher habe ich immer mein Handy gegen meinen Kopf geschlagen. Oder. Und das kommt immer dann vor? Ich fange dann an zu weinen. Dann und das kommt dann vor, wenn du so etwas siehst und so Zeuge bist? Oder das ist meistens immer nur, wenn ich nicht zu Hause bin. Wenn du nicht zu Hause bist? Wenn ich nach Hause komme, wie das jetzt vor einem Monat war. Jetzt vor einem Monat, also alles frisch heftig geworden. Ja. Ich kam nach Hause und dann der Boden war nass. Ich so, was denn hier? Ich habe mir schon direkt das Schlimmste erwartet. Und dann meine Mutter lag dann hier im Wohnzimmer und dann meinte ich so, was ist los? Meinst du, ja, ich habe mich mit Jasmin gestritten, also mit meiner Schwester gestritten. Aber dieses Streiten endet doch nicht in körperlichen Übergriff. Die haben sich geschlagen. So. Ja. Ach so. Ich dachte, die hätten nur so gestritten. Nein, und das wieder vor dem Kleinen. Ja, das ist ja ganz schlimm. Aber das ist ja auch nicht einmal vorgekommen. Aber das ist wirklich auch schon mehrmals vorgekommen mit meiner Schwester und meiner Mutter. Und deswegen verstehe ich sie ja nicht. Deswegen sage ich mal, du weißt ganz genau, was die Mama immer alles durchgemacht hat. Kannst du denn mit deiner Schwester nicht vernünftig reden? Geht das nicht? Sobald wir darüber reden, fängt sie an zu weinen, ich fange an zu weinen, dann sagt die, was kann ich dafür? Dann ich sag dann auch, welches Kind schlägt seine eigene Mutter? Ich bitte dich, weißt du? Dann ich sag auch immer, die Schwester hat die Mutter so geschlagen, dass sie auf der Erde lag. Ja. Das ist aber ganz schlimm. Das ist genauso schlimm, als wenn dein Vater die Mutter schlägt. Ja, genau. Deswegen. Das ist ganz schlimm. Ist dir das denn auch schon mal passiert? Wie bitte? Hast du das denn auch schon mal gemacht? Was? Hast du deine Mutter auch schon mal geschlagen? Nein, gar keinen Fall würde ich niemals machen. Weißt du, klar, habe schon mal meine Mutter angeschrien und haben uns gestritten, aber ich bin diejenige, die immer versucht und versucht, ich kann nicht mehr. Eigentlich müsste deine Schwester in erster Linie, weil von ihr die Gewalt in erster Linie ausgeht, und sie hat sich ja nicht im Griff, und wenn man vernünftig mit ihr redet, wird ihr das ja auch leid tun wahrscheinlich. Ja, aber ich habe ja immer wieder sie versucht. Müsste sich professionelle Hilfe suchen. Weil, ja, das finde ich schon. Weil sie offensichtlich nicht mit ihren Emotionen umgehen kann. Und was gibt es Schlimmeres, als die eigene Mutter zu schlagen? Ja, aber meine Mutter geht nicht gut. Und dann ruft mein Vater auch heute an und sagt, macht meine Mutter fertig wegen dir. Guck dir das an, was passiert ist. Deine Tochter soll wieder nach Hause kommen, weil mein Vater
weil meine Schwester bei meinem Vater in der Wohnung ist, damit er schön seinen Freiraum so, ne, ausleben kann. Dem ist das so wichtiger, wie anstatt seine eigene Tochter mal zu helfen. Lass mal den Vater auch so vor, da kommen wir jetzt nicht so ran. Aber wir können über dich kommen, ja, du kommst ja an deine Schwester ran. Okay. Ich schlage es vor, dass du mit meiner Psychologin sprichst, ja, mit der Sabine. Und die Sabine, die das Gespräch jetzt mitgehört hat, wird mal einige Modelle sich überlegen, was deine Schwester tun könnte. Ich finde, sie muss was tun, weil sie, wie gesagt, sich nicht im Griff hat. Und für dich wäre es sicher auch gut, wenn du auch noch etwas Unterstützung bekämst, weil es dir ja nur auch sehr an die Substanz geht, wie du mir das gerade beschrieben hast. Und du hängst eben dazwischen als Vermittlerin und schaffst es eben nicht. Du kannst es nicht richten. Ich will es auch nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ja, das zehrt auch zu sehr an deine Kräfte wahrscheinlich. Ich ziehe mich selber nur noch voll runter. Mhm. Ich ziehe mich zurück. Wenn du mir so Sachen erzählst, dass du mit dem Kopf gegen die Wand schlägst oder so etwas, sind das alles Zeichen? Aber das mache ich ja nicht bewusst. Mhm. Eben. Das tut mir ja danach auch dann weh. Mhm. Mhm. Die Lara, wir machen das so. Du legst bitte auf und die Sabine, das ist eine sehr nette Psychologin, die bei mir arbeitet, die ruft dich jetzt an und dann werdet ihr beide zusammen beraten, was zu tun ist. Okay. Ja, alles Domian. Gut. Ja. Du bist voll cool. Dankeschön, sehr nett. Ich wünsche dir was, ne? Dankeschön, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt erstmal ein Hinweis in eigene Sache. Wir hatten am Freitag eine Anruferin hier in der Sendung, die von ihrem 21 Monate alten Enkel erzählte. Und sie erzählte, dass der Schwiegersohn dieses kleine Kind, diesen Säugling, über einen langen Zeitraum schon misshandelt. Wir haben natürlich, das ist ja auch sehr richtig so und auch nachvollziehbar, sehr, sehr, sehr viele Reaktionen bekommen. Wir haben Mails über Hunderte bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht noch viel mehr. Wir haben es nicht genau gezählt. Ich möchte euch an dieser Stelle sagen, dass noch in der Nacht die Polizei initiativ geworden ist. Was genau im Moment, wie der Stand der Dinge ist, das weiß ich nicht. Aber in der Nacht ist die Polizei noch initiativ geworden. Und das ist auch gut so und auch richtig so. So, jetzt möchte ich euch gerne unser Thema für morgen schon mal ankündigen. Morgen ist ja Dienstag. Morgen heißt unser Thema ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Also ich möchte mit Ideen Menschen sprechen, die vielleicht eine ungewöhnliche Geschäftsidee hatten. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal jemanden hier, der hat irgendwo, ich glaube in Norddeutschland war das, eine Kneipe aufgemacht für Windelfetischisten. Das ist so eine ungewöhnliche Idee, die er erfolgreich umgesetzt hat. Oder vielleicht könnte es sich auch um eine ungewöhnliche Lebensform handeln. Ich habe mal gehört, dass es eine Nudisten-WG gibt, also eine Nackt-WG. Ist auch eine ungewöhnliche Idee, die man dann so erfolgreich umgesetzt hat. Oder vielleicht gibt es Leute unter euch, die die Idee hatten, ich will ohne Geld leben, gänzlich ohne Geld. Und schaffe das auch und komme über die Runden. Das wäre auch eine ungewöhnliche Idee, die man erfolgreich umgesetzt hat. Aber es gibt natürlich auch solche Sachen noch im Bereich der Erotik und der Liebe. Ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr mir gerne von euren tollen Ideen erzählen wollt, die dann auch funktioniert und geklappt haben, dann meldet euch ab 0 Uhr oder meldet uns rund um die Uhr unter domian@wdr.de. So, weiter geht es mit der Mone. Mone ist 58. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Hallo Mone, schön, dass du da bist. Ja, Domian, grüß dich erstmal. Ja, hallo. Verstehst du mich gut? Ich verstehe dich wunderbar. Besser geht's gar nicht. Um was geht's denn? Ja, Domian, ich habe ein Augenproblem. Mhm. Und ich bin früher als Kind schon dreimal an den Augen operiert worden. Mhm. Das heißt, also du hast eine schwere Augen. Ich bin 58. Damals war die Medizin ja auch noch nicht so wie heute. Was war das damals für eine Erkrankung, weswegen du operiert wurdest? Das war irgendwie, von Geburt an, ich habe geschielt. Ach so. Und in einem Auge bin ich zweimal operiert worden. Ja. Und an dem anderen einmal. Ja. Und jetzt sehe ich aber immer irgendwie so, doppelt kann ich auch nicht so richtig sagen. Ja, ich sehe dich im Fernsehen jetzt. Aber doppelt. Da ist die Tür. Also und mit einem Auge gucke ich zu dir hin. Ja. Und wenn jetzt jemand in eine Tür hier reinkommen würde, ja.
würde ich mit dem anderen Auge den angucken. Ach so. Aber Domian, ich habe schon so viel, ich weiß auch nicht. Ja, ich habe auch Alkoholprobleme, aber da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Darf ich mal fragen, Mone? Darf ich fragen, ob du jetzt im Moment oder gerade eben, bevor wir angefangen haben zu telefonieren, auch getrunken hast? Nein. Ich wollte eigentlich ins Bett. Ich habe Wasser getrunken. Ja, und heute noch gar keinen Alkohol getrunken? Doch. Auch schon. Was denn? Ich trinke, bevor ich ins Bett gehe, trinke ich immer viel Wasser und habe auch Wasser am Bett. Ja, und nein, aber es geht darum mit meinen Augen. Das ist mir manchmal sehr peinlich. Aber du kannst, wir halten das mal fest, du kannst schon richtig sehen. Ja. Nur, so wie man so schielende Menschen kennt, das eine Auge geht dahin und das andere geht dahin. Ja, Domian, jetzt stell dir... Domian, hörst du mich noch? Ich höre dich sehr gut. Domian, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich sehr gut. Ja. Und stell dir mal vor, es ist so, wenn ich einen Menschen jetzt gerade, also richtig... Jetzt ist die Mone weg. Jetzt ist unsere Mone weg. Und da gucken wir mal, was wir da machen im Hintergrund. Dann nehmen wir den René. René ist 17 Jahre alt. Hallo René. Hallo, Domian. Hallo René. Mein Problem ist, ich bin jetzt obdachlos. Du bist obdachlos? Genau. Wie kommt das? Ich hatte sehr viel Stress zu Hause. Mhm. Und bin dann halt von meinen Eltern, hab den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen. Wann? Jetzt gerade eben? Heute, gestern? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, genau, habe ich den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen. Durch was kam der Stress zustande mit den Eltern? Also war eher durch meinen Stiefvater, weil da gab es immer Reibereien, also so kleine Vorfälle. Weswegen? Durch verschiedene Stresssituationen und... Welche Stresssituation? Sag mal ein Beispiel. Mein Stiefvater war eigentlich, ich habe immer gedacht, er wäre Choleriker. Ja. Und deswegen gab's, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, auf jeden Fall, bei mir ist das Problem, ich bin auf Bewährung. Mhm. Und ich bin auch schon öfters verurteilt worden. Weswegen? Wegen Raubüberfall. Mhm. Und ich habe auch eine Zeit lang im Heim gelebt und ich denke, das kam dann dadurch. Und also da ist schon eine gewisse, ich sag mal, so eine kriminelle Karriere ist schon da bei dir. Genau. Und dadurch gab es auch schon Reibereien mit dem Stiefvater. Genau. Wann hast du denn zum ersten Mal Konflikte mit dem Gesetz gehabt? Wie alt warst du da? Ich war 15. 15. Genau, da bin ich das erste Mal verurteilt worden. Wie viele Mal bist du verurteilt worden schon? Ich bin jetzt das dritte Mal verurteilt worden. Und immer wegen Raub? Genau. Was hast du gestohlen? Ich habe Raubüberfälle auf der Straße gemacht, also andere Leute abgezogen. Ja. Und habe deswegen auch schon im Knast gesessen. Wie alt waren die Leute, die du abgezogen hast? Also auch so in meinem Alter. Ja. 16, 15, 17. Mhm. Und habe dann halt auch schon im Knast gesessen, in U-Haft. Mhm. 3,5 Monate. Mhm. Und bin dann wieder verurteilt worden und musste dann in das Trainingscamp vom Lothar Kannenberg. Du erklärst uns, was das Trainingscamp vom Lothar... Wie heißt der Kannenberg? Lothar Kannenberg, genau, dieses berühmte Trainingscamp ist das. Wo die Jugendlichen gedrillt werden, wieder sich einordnen zu lernen. Genau. Mhm. Also die machen dann halt den ganzen Tag Sport. Ja. Um meine Aggressionen halt in den Griff zu kriegen. Ja. Mhm. Und ich habe dann halt durch Drogen, also ich denke, ich bin durch Drogen abgestürzt. Ja, was für Drogen hast du schon konsumiert? Ich habe Marihuana konsumiert. Oh ja, also die härteren Sachen, Heroin, Kokain, nein, Crack und sowas noch nicht. Mhm. Gar nichts, überhaupt nicht. Also hast du ja schon eine ganze Menge auf dem Puckel, ne, für dein Alter. Ja, muss genau. Man so sagen. Ich habe auch schon... Bitte, du hast auch schon? Ich habe auch schon viel durchgemacht. Also mein leiblicher Vater ist halt schon längere Zeit tot. Ja. Weil mein Vater war auch damals sehr aggressiv, auch meiner Mutter gegenüber und mir gegenüber. Also mein Vater wollte mich damals umbringen. Der leibliche Vater? Mein leiblicher Vater wollte mich damals umbringen. Mhm. Und der hat auch selber 9 Jahre im Knast gesessen. Und meine Mutter hatte halt damals die Angst, dass ich genauso werde wie mein Vater, was dann halt auch so
passiert ist. Eingetreten ist. Mhm. Genau, was sagt denn deine Mutter zu all den schlimmen Sachen, die in den letzten Jahren vorgefallen sind mit dir? Also meine Mutter ist halt sehr enttäuscht gewesen. Ja. Und sie hat zwar oft gesagt, dass sie nicht mehr zu mir hält, dass sie den Kontakt abbrechen möchte, aber im Endeffekt hat sie doch halt immer zu mir gehalten. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt bist du raus aus der Wohnung. Genau, jetzt bin ich ganz raus. Du sagst, du hast gerade am Anfang gesagt, ich bin obdachlos. Genau. Wo lebst du im Moment? Im Moment bin ich bei einer guten Freundin untergekommen. Ja. Und Bist du noch auf Bewährung oder wie? Ich bin noch auf Bewährung. Das ist halt auch mein Problem. Hast du einen Bewährungshelfer? Genau, ich habe auch einen Bewährungshelfer. Der weiß jetzt auch schon um die Situation, dass du von zu Hause raus bist, oder? Ja. Der weiß schon Bescheid. Was sagt der, was du tun sollst? Der sagt, ich soll mich halt mit den ganzen Ämtern in Verbindung setzen, die es da gibt. Mhm. Und mich halt irgendwie informieren, weil das halt schwierig ist, weil ich noch nicht volljährig bin. Mhm. Mhm. Also mit erziehungsberechtigten Unterschreiben. Und deswegen ist das halt relativ schwierig, an irgendwas ranzukommen, wie eigene Wohnung oder so. Ja, und es gibt ja auch so von den Jugendämtern überwachte Geschichten oder organisierte Geschichte, betreutes Wohnen und irgend sowas. Da bin ich auch noch dabei, aber beim Jugendamt, ich hatte sehr viel Stress mit dem Jugendamt, auch durch meine Eltern, durch den Knast her, und die fanden das damals für Pädagogik, also vor ein paar Wochen fanden sie es für Pädagogik sinnvoll, dass ich wieder zurück in den Knast gehe. Mhm. Das wäre dann auch für längere Zeit. Also ich müsste, wenn ich jetzt die Bewährung nicht schaffe, 1 Jahr und 9 Monate in den Knast gehen. Würdest du das wollen? Nee. Nee. Also ich versuche auch meine Bewährung so gut wie möglich in den Griff zu kriegen. Ich gehe mir davon aus, aufgrund der Sachen, die du mir erzählt hast, dass du auch keinen Schulabschluss hast, ne? Nein, ich habe keinen Schulabschluss. Wie weit bist du gekommen überhaupt? Bis zur 9. Klasse. Mhm. Dann bin ich halt in den Bau gegangen und dann ist die Schule abgebrochen worden. Mhm. Mhm. Und deswegen ist das alles so schwierig. Also ich habe auch wieder öfters das Gefühl, dass ich wieder Drogen nehmen müsste. Mhm. Und denke, dann würde ich mein Leben besser in den Griff kriegen. Was natürlich ein Trugschluss ist, ne? Was genau. Quatsch ist. Genau. Dann betäubst du das Ganze nur und hinterher wird es noch schlimmer. Genau, und das will ich nicht. Mhm. Wie lange kannst du denn jetzt bei dieser Freundin wohnen bleiben? Das ist erstmal ein ganz wichtiger Fall. Erstmal, bis ich was anderes gefunden habe. Das heißt, du stehst da nicht direkt unter Druck. Das kann auch noch ein paar Wochen dauern. Genau. Mhm. Was sind denn so deine, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich schwer, aus all dem rauszukommen, was du dir da schon eingebrockt hast. Aber trotzdem, du bist ein junger Kerl und kannst viel schaffen. Richtig. Was ist dein Traum? Mein Traum ist, Hotelfachmann zu werden. Ah ja. Und ich habe halt, das ist die sogenannte KAS, die mich weitervermitteln möchte und auch eine Ausbildung in Aussicht für mich hat als Hotelfachmann, ohne Abschluss. Mhm. Also ich müsste dann halt erst ein Jahrespraktikum absolvieren und dann könnte ich als Auszubildender übernommen werden. Was ja eine tolle Perspektive ist. Genau. Aber da ist auch wieder das Problem mit Wohnungen. Also die Fragestellung ist, du brauchst eine konkrete Hilfe, wie du jetzt relativ schnell und solide an ein Zimmer oder an eine Wohnung kommst. Richtig, genau. Und dass du es auch finanzieren kannst und dass du dann dein eigenes Leben führen kannst. Ja, genau, richtig. Mhm. Und das ist halt alles relativ schwierig, weil vom Jugendamt kommt keinerlei Unterstützung mehr. Mhm. Der Bewährungshelfer, der zu dir gesagt hat, du musst das und du musst dich an die ganzen Ämter wenden. Also erste Frage, findest du den Typ gut? Kommst du mit dem klar? Ja, ich komme sehr gut mit dem klar. Ja. Kann der dir dann nicht dann so konkrete Hinweise schon geben, wo du dich hinwenden musst und wie du das machen sollst? Oder ist der überlastet? Das tut er auch. Er versucht mich auch mit finanziell zu unterstützen. Also er gibt mir Geld für Fahrten, weil ich bin im Moment in Leverkusen und müsste immer nach Remscheid, was ein sehr großer Abstand ist. Also er bezahlt mir auch mal die Busfahrten, dass ich da hinkommen kann. Ja. Was auch sehr, also für mich eine große Unterstützung ist, um hin und her zu fahren. Mhm. Und weil ich im Moment total mittellos bin. Mhm. Also er hilft schon, aber? Genau, er hilft schon, aber ich nicht, wie ich mit der Situation klarkommen soll, weil ich fühle mich damit ein bisschen überfordert. Mhm. Sagen wir es mal so, weil ich das irgendwie nicht auf die Reihe kriege, halt auch wieder mit dem Kiffen anfangen, bin schon länger am Überlegen. Verstehe. Schwierige Situation. Das heißt, du bist jetzt an einem Punkt angekommen, wenn du jetzt wieder einen Fehler machst, dann sackst du noch mehr ab. Genau, dann gehe ich für längere Zeit in den Knast. Hast aber jetzt eventuell die Chance, wenn du jetzt
tapfer bist und das durchstehst, vielleicht den Weg in eine gute Richtung einzuschlagen, beispielsweise in Richtung Ausbildung im Hotel. Genau, richtig. Wie ist das denn eigentlich, wie stehst du denn zu deinen Taten, die du so auf dem Kerbholz hast? Ich bin nicht stolz darauf, sagen wir mal so. Also ich habe ja im Heim gewohnt und im Heim ist das halt so, cool sein. Man möchte cool sein und das hat dann halt immer andere Funktionen. Also, und deshalb sind die ganzen Sachen entstanden, die ich begangen habe, durch falscher Umgang. Und also reden wir nicht um heißen Brei rum. Würdest du sagen, du bereust das? Genau. Ja. Auf jeden Fall. Pass mal auf, René. Ich finde, aufgrund so des Gesprächs, was wir führen, finde ich dich einen sympathischen Kerl. Ja. Und ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, dass wenn man dich an die Hand nimmt, dass du das schaffst. Ja. Und ich finde erstmal ganz toll, dass du diesen Traum hast mit dem Hotel. Viele haben den nicht, die in deiner Situation sind. Die hängen einfach nur so ab. Und ich möchte das mal nur grundsätzlich mal zu dir sagen. Setze wirklich all deine Energie, aber wirklich alles, was du in Energie in dir aus dir rauspowern kannst, da rein, diesen Weg zu gehen, hin zu der Ausbildung. Irgendwann, in ein paar Jahren, wirst du sagen, mein Gott, wie gut, dass ich das damals gemacht habe. Weil die Alternative ist wirklich Kriminalität, ist Knast und vielleicht Drogenabhängigkeit. Und dann kannst du dir alles von der Backe schmieren an Träumen, was du überhaupt gehabt hast. Genau, richtig. Ich verstehe das aber auch, wenn du jetzt sagst, ich fühle mich da überfordert. Und ich bin ein bisschen entsetzt, dass es keinen Menschen vom Jugendamt gibt oder so, der dich da mal so ein bisschen führt und dir hilft. Das verstehe ich nicht. Ja. Da werden wir jetzt mal im Hintergrund ein bisschen versuchen, ob wir dir da vielleicht etwas vermitteln können an Hilfe. Ja. Das weiß ich nicht, aber wir versuchen das mal. Wir sind ja nur eine kleine Sendung, kleine Redaktion, aber wir versuchen das mal. Ja. Das wäre die konkrete Hilfe, die ich dir anbieten kann. Aber das, was ich so generell gerade gesagt habe, reiß dich am Riemen, René. Du hast vielleicht jetzt die einmalige Chance, aus dem ganzen Scheiß, in dem du schon drin gesessen hast, rauszukommen. Ja. Und das, was du mir gerade erzählt hast, das ist ja wahrscheinlich nur eine kleine, wenig gewesen. Das ist schon schlimm genug, was du mit 17 Jahren hinter dir hast. Genau. Ich will doch nicht, dass du irgendwann auf dem Strich landest. Ja. Weißt du, alles ist möglich in der Lage, in der du dich im Moment befindest. Ja. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich zurück. Apropos, Domian, ich finde deinen Hirsch klasse. Und mach weiter so. Richtig gut erkannt. Du sagst Hirsch und kein Elch. Genau, richtig. Ja, ja. Ich verfolge deine Sendung halt schon öfters. Also, verstehe. Ist das möglich, zwei Autogramme von dir zu kriegen? Ja, klar. Da sagst du der Sabine, meiner Psychologin, sagst du deine Adresse und dann schicken wir es dahin. Okay. Und mit der unterhältst du dich jetzt eingehend und du legst auf und Sabine ruft dich zurück. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Das war René. Und hier ist Steffen. Steffen ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Stefan. Steffen, nicht Stefan. Steffen, ja. Steffen, genau. Genau. Steffen, um was geht's? Um was geht's? Ja, es geht um meine Nase. Um die. Ist sie zu kurz oder zu lang? Nee, sie ist zu breit. Sie ist zu breit. Ja, und zwar, ich bin auf die Welt gekommen mit einem Nasenspalt. Ah ja, das sieht dann so ganz platt aus, ne? Platt und breit. Genau, genau. Ja. Genau, so sieht's aus. Und in der Mitte ist das halt so eine Einkerbung, also so wie so zweigeteilt sieht es aus. Das ist aber nicht zu verwechseln mit einer Hasenscharte, ne? Nein. Das ist ja dann in der Lippe auch noch so eine Vertiefung. Ja, hast du die auch in der Lippe? Nein, eben nicht. Nee. Das ist nur meine Nase, sonst mein Körper von oben bis unten ganz normal. Ganz normal. Gesicht auch, Augen und Mund und so, alles normal. Ja, alles normal. Nur die Nase halt ist halt eben, fängt oben schon an, dass sie breiter wird. Und als hätte ein Boxer volle Kanne drauf geboxt. So werde ich auch oft, also wenn mal jemand mich anspricht, so wird es dann oft auch gefragt, ob ich Boxer bin oder so. Mhm. Genau. Könnt ihr mir vorstellen, dass man als Kind und Jugendlicher da sehr darunter leidet? Ja, schon, also ich bin eigentlich so gut es geht, meine Eltern haben mich so gut es geht erzogen worden, ich bin auch dafür dankbar, habe eine gute Kindheit gehabt, nur das hat angefangen im Kindergarten, in der Schule, immer gehänselt worden. Mhm. Und wie haben sie dich genannt? Blattnase zum Beispiel. Mhm. Und also es war nicht schön, ich denke, das hat mich auch geprägt, also das prägt, denke ich, jeden, der gehänselt wird, weil das bleibt auch in der Psyche, im Unterbewusstsein bleibt es einfach hängen. Mhm. Und irgendwie, ich hab so ein großes Selbstbewusstsein, ich habe mir da eigentlich nie groß draus was gemacht und
Also ich stehe jetzt auch mitten im Leben, ich hab Freunde. Ja, hast du eigentlich alles, nur keine Freundin. Keine Freundin. Hast du einen Beruf oder studierst du noch oder lernst du oder was machst du? Nein, ich bin vom Beruf, bin ich ausgelernter Koch. Ausgelernter Koch, mhm, ja. Genau. Aber keine Freundin? Schon mal eine Freundin gehabt? Keine Freundin. Ja, ich hatte schon Freundin, aber eben da hakt es immer so ein bisschen eben vom Kennenlernen und so. Ja. Ich denke einfach mal, dass ich... Das Aussehen ist einfach der erste Punkt, auf den die Menschen ansprechen. Ja, also so ist es. Ja. Das Aussehen ist einfach das Erste, was man von dem anderen Menschen sieht. Mhm. Und wenn es da halt irgendwie nicht ganz so stimmt, dann denke ich, dass es dann schon wieder scheitert, oder? Das heißt, du hattest auch schon eine Beziehung? Oder jetzt nur mal so ein... Nee, so in der Vergangenheit. Ja, in der Vergangenheit. Wie lange hat die Beziehung gedauert? Die Beziehung hat... 3,5 Jahre gedauert, etwas ja. länger als 3,5 Jahre. Also, das heißt, da hast du aber die Erfahrung gemacht, dass du ein Mädel kennengelernt hast, die dich so akzeptiert, wie du bist. Ja, genau. Und da war auch keine Scham oder, ja, am Anfang wahrscheinlich schon, aber hinterher war das dann alles normal. Ja, schon, also das hat mich verwundert, weil sie wollte was von mir, das war in der Berufsschule und ich kannte die gar nicht, die hat mich dann angesprochen und so hat sich das dann entwickelt und ja, und dann war mal... 3,5 Jahre zusammen. Genau. Kann man denn da, ich überlege mir das die ganze Zeit, ich kann mir das so grob vorstellen, wie du aussiehst und frage mich, ob man da durch Schönheitschirurgie, ästhetische Chirurgie, nichts plastische Chirurgie, nichts machen kann. Hast du dich da mal erkundigt? Also ich wollte es jetzt demnächst machen, weil wie gesagt, das ist jetzt wieder so ein Punkt bei mir, wo ich das einfach irgendwie satt habe. So, also ich bin mit mir selber überhaupt nicht zufrieden. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann... Ich weiß einfach die Unzufriedenheit. Ich das heißt, will es nie für jemand anders machen. Du guckst gar nicht gerne in den Spiegel? Nee, nicht wirklich. Mhm. Nicht wirklich, weil ich weiß, dass mich stört es einfach. Mhm. Und wenn es mich selber schon stört, ich denke, das macht auf die Ausstrahlung. Definitiv. Hat schon eine Wirkung. Klar. Und wenn du dich selbst nicht magst, hast du auch keine gute Ausstrahlung. Ne? Das ist ja klar, ja. Wenn man sich selbst akzeptiert, ist man selbstbewusster, genau. Freier, fröhlicher und so weiter. Ja, genau. Mhm. Also ich bin jetzt auch schon 3-mal operiert worden, habe davon aber fast nichts mitgekriegt, weil das in meiner früheren Zeit war, wo ich kleiner war einfach. Achso, du bist als Kind schon mal an der Nase operiert worden? Ja, genau. Also ja, genau. Gut, das liegt sehr lange zurück und das waren vielleicht, weißt du, ob das damals medizinische Eingriffe, notwendige waren oder waren das schon ästhetische Eingriffe? Nee, ästhetische Eingriffe, also so geatmet habe ich, konnte ich immer durch die Nase, also da war überhaupt kein Problem dabei. Mhm. Nur durch, ja, halt für die Schönheit wurde es dann gemacht, also ja. So, ich finde, das ist ein Fall, wo ein Schönheitschirurge wirklich mal eine gute Arbeit leisten könnte. Wenn du dich so unwohl fühlst mit dieser Nase, finde ich, dass das durchaus zu rechtfertigen wäre, wenn das möglich ist, chirurgisch da etwas zu unternehmen. Und wahrscheinlich in deinem Fall würde das sogar die Krankenkasse übernehmen, denn das lässt sich ja nun wahrscheinlich sehr gut nachweisen, was für ein elementares seelisches Problem das für dich darstellt. Ja, schon, nur, ja, die können sich das selber gar nicht vorstellen, die auf der Krankenkasse, die hocken da im Büro und so. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, weil... Naja, da muss ein Arzt ein Gutachten schreiben und also wenn du da erstmal das alles mal so in die Gänge kommt, das Allerwichtigste wäre erstmal eine gute Recherche zu betreiben. Wo sitzt ein guter Chirurg, der sich auch vielleicht sogar spezialisiert hat auf Nasen und vielleicht auch auf solche Sachen, die du hast. So, da müsstest du mit diesem Arzt mal ein Gespräch führen. Wie der das einschätzt. Ich weiß ja gar nicht, ob das geht. Ob man die Nase aufbauen kann, ob man da irgendwas machen kann. Also ich sag mir persönlich immer, von mir ist das, an mir wäre das egal, was die mit meiner Nase machen würden. Aber Hauptsache sie danach, ich würde danach so leben, dass ich selber mit mir zufrieden bin. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Ja. Und aber ich habe mit dem Weg habe ich schon begonnen gehabt. Ich habe im Internet nachrecherchiert, hab gesucht. Und habe sogar eine E-Mail mal an eine Schönheitsklinik geschickt. Da kam das Feedback, dass die sowas gar nicht machen, sondern nur irgendwie so Höcker und so ein Zeug da. Aber sowas, da kennen die sich gar nicht aus und ich sollte mich doch an HNO-Arzt wenden. Und also da können wir dir vielleicht auch weiterhelfen, dass du zumindest an einen Informationspool kommst, woraus du dann weiter deine
Informationen erlangen kannst. Ja, es muss jemand sein. Es muss jemand sein, der spezialisiert ist auf Nasen. Ja, schon. Und das kann man. Das ist gar nicht so problematisch, das rauszufinden. Und dann würde ich ganz einfach mal davor sprechen. Ja. Also ich weiß halt, dass meine wo ich operiert worden bin, das war immer der gleiche Professor, die dreimal. Das war der Professor Walder, glaube ich. Und der kam aus der Schweiz. Und dadurch hat es halt dann schon mit der Krankenkasse gehakt, weil die dann einfach gesagt haben, das läuft unter Schönheitsoperation, wir zahlen das nicht, oder wir wollen das nicht zahlen. Und wir mussten dann einen Teil selber zahlen. So viel habe ich dann von meiner Mutter noch rausgekriegt, also hat sie mir erzählt. Ja. Und okay, das müsste jetzt mal ganz neu aufgerollt werden und die Zeiten haben sich auch etwas geändert. Ja. Aber auf jeden Fall festzuhalten ist, du würdest dich definitiv unters Messer legen, wenn du die Hoffnung hättest, es wird besser danach. Ja, ich denke einfach, dass ich mich dann wohler fühle und wenn ich mich wohler fühle, dann lebe ich auch ganz anders. Ja. Dann gehe ich ganz anders in die Welt oder. Hast du die Sorge, dass du dich zu sehr abkapselst vielleicht und sogar vereinsamst, wenn das so weiterläuft wie jetzt? Ja, ich denke einfach, ja genau. Ich von mir aus werde, wenn ich irgendwie unter Kollegen bin, bin ich ganz offen, da bin ich lustig, bin gut drauf und dann habe ich auch irgendwie keine Scheu oder so, mich da gehen zu lassen. Aber sobald ich dann irgendwie was trinken gehe, eine Bar gehe, eine Disco gehe, da habe ich alles kein Problem mit. Ich gehe überall hin. Weil entweder sie akzeptieren mich jetzt so wie ich bin oder so denke ich jetzt einfach. Weil es kommt ja im Prinzip auf die inneren Werte an. Aber sobald ich dann irgendwo anders bin und fremde Leute um mich rum sind, dann werde ich ganz ruhig, werde verschlossen. Ja, ja. Und dann wahrscheinlich beim Thema Frauen sowieso. Zum Beispiel, genau. Ja. So, Steffen, wir werden mal in unser schlauen Büchern jetzt wälzen und mal gucken, was wir dir alles an die Hand geben können, wo du mal telefonieren könntest, hingehen könntest und so weiter. Ja, das wäre cool. Legst du auf? Wir rufen dich zurück. Sensation, okay. Ich wünsche dir gutes Gelingen und alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Und würde ich auch noch ein Autogramm kriegen? Ja, natürlich. Dann sagst du bitte deine Adresse gleich der Sabine. Alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ja, gleich. Ciao. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine Ideensendung. Das Thema morgen heißt ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die aus welchem Bereich auch immer irgendwie eine schräge, sehr ungewöhnliche Idee hatten und gesagt haben, Mensch, das ist zwar ungewöhnlich, aber ich mache das mal ganz einfach und siehe, es klappt. Hatte vorhin schon das Beispiel genannt von einem Anrufer, der die Idee hatte, eine Kneipe für Windelfetischisten zu eröffnen. Die Idee hatte er. Und er hat es gemacht und nun gibt es diese Kneipe und das funktioniert auch. Es gibt sicher auch ungewöhnliche Ideen in Bezug auf Lebensgemeinschaften, die man umsetzt. Vielleicht eine Dreier-, eine Vierer-Lebensgemeinschaft oder noch ungewöhnlichere Sachen. Oder auch natürlich vielleicht, wie man mit einer ganz ungewöhnlichen Idee die Liebe von jemand anderem versucht zu gewinnen. Und sie letztendlich dann gewinnt. Also das Thema morgen heißt ungewöhnliche Ideen erfolgreich umgesetzt. So, weiter geht's mit Monika. Monika ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Monika, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Und zwar ist mein Problem das, ich war verheiratet und wir waren zwei Kinder. Zwei Kinder, wie alt sind die? Die sind 8 und 2 Jahre. 8 Jahre schon? Ja. Und ich war halt mit meinem Mann 8 Jahre lang verheiratet, ich habe auch mit 17 geheiratet und vor 2 Jahren habe ich dann jemand anders kennengelernt. Das zweite Kind war halt 3-4 Monate alt. Und dann habe ich mich mit dem, den ich kennengelernt habe, ein paar Mal getroffen. Und die Ehe war sowieso schon so ein bisschen kaputt, hin und her. Ja. Und dann sind wir auseinandergegangen und ich bin sofort eigentlich zu ihm gezogen. In die neue Beziehung rein? In die neue Beziehung rein, direkt. Den älteren Sohn habe ich bei meinem Mann gelassen. Ja. Mein Mann wollte das auch so und das Kind auch natürlich. Und bevor ich da in das Haus gezogen bin, hatte mir alles über sein Leben erzählt, ich natürlich über meins auch. Und dann hat das schon gepasst und dann dachte ich mir, ja, du ziehst da jetzt hin, da
Das ist eine große Liebe. Mein Mann war, muss ich dazu sagen, nicht war eine große Liebe. Wir waren beide Kinder. Ja. Das ist irgendwie so gekommen. Ja. Der neue Mann, wie alt ist der? 41. 41? Ja. Mhm. Und ja, nur so mit der Zeit hat sich das herausgestellt, dass alles, was er mir erzählt hat, was so in seinem Leben abgelaufen ist, das gar nicht stimmte. Mhm. Er hat mir zum Beispiel erzählt, dass er das Haus alleine gekauft hat, in dem er jetzt wohnt. Ja. Mit der Zeit hat sich das herausgestellt, dass er da mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter gewohnt hat. Mhm. Ja, ist ja auch normal. Ja, nur das hätte er mir durcherzählen können. Ja. Danach, wo ich meine persönlichen Sachen irgendwo in die Schränke reingepackt habe, habe ich seine Unterlagen gefunden. Natürlich habe ich da auch drauf geguckt. Wenn die da so liegen, habe ich mir auch gedacht, wir leben ja zusammen. Mhm. Meine Sachen liegen da auch. Wieso darf ich seine nicht? Einfach, da habe ich seine Fotos von seinen Beziehungen gesehen, die er nach seiner Scheidung bis zu mir hatte. Und das hatte er verheimlicht oder anders dargestellt? Das hat er ganz anders dargestellt, aber wirklich auch bis ins kleinste Detail, aber ganz anders dargestellt. Warum hat er das getan? Er hätte doch das so erzählen können, wie es war. Genau, ich weiß es nicht. Was ist denn die schlimmste Lüge, die du jetzt erkannt hast? Ja, so zum Beispiel, ich hatte oben, heute habe ich Unterlagen gefunden, wo er eine Woche bevor er mich kennengelernt hat, natürlich sind wir erst ein halbes Jahr später zusammengezogen, aber eine Woche bevor er mich kennengelernt hat, wollte er mit seiner Ex-Freundin ein Haus kaufen. Er wollte das Haus verkaufen. Mhm. Alles hat er dir nicht erzählt? Nein. Aber in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, hat er, ich muss dazu sagen, ich habe mich verliebt, das ist auch meine große Liebe. Mhm. Er hat das auch gesagt. Aber ihr wohnt jetzt im Moment noch zusammen? Ja. Und wie ist denn so, dass das so dieses emotionale Miteinander, ist es gut oder auch eher schwierig? Ja, ich glaube ihm gar nichts mehr. Du glaubst ihm gar nichts mehr. Jetzt habe ich mit den ganzen vielen Zahlen nicht so ganz mehr im Gedächtnis. Wie lange wohnst du jetzt mit ihm zusammen schon? Ja, so ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Etwas über ein halbes. Hast du ihn denn damit konfrontiert, mit diesen Widersprüchen? Ja, am Anfang war das so, ich habe ihn auf der Arbeit angerufen, wenn ich irgendwo was gesehen habe, ich sagte, das kann doch nicht sein. Mhm. Das wäre doch ganz normal, wenn du mir das gesagt hättest, ja, was gut ist, wie das Leben halt so ist. Ich habe ihm auch alles erzählt. Ja. Und ja, dann hat er sich irgendwelche Sachen ausgedacht. Dann habe ich gesagt, so, entweder sagst du mir, wie es wirklich war, oder ich hau hier ab. Ich sag, aber er redet sich irgendwie immer raus und bekennt sich auch nicht dazu und erklärt es dir auch nicht richtig, warum er es falsch gesagt hat. Nein. Das hat dann zur Folge, dass du dem gar nichts mehr glaubst. Nein, und heute habe ich ihm gesagt, dass ich ausziehe, wie groß meine Liebe auch ist, aber ich glaube ihm gar nichts mehr. Er hat mir dann mit seinem Konto irgendwelche Sachen erzählt. Ich sage ihm immer wieder, sag mir die Wahrheit, ich bin nicht irgendwie, ich will hier nicht. Wie hat er denn jetzt darauf reagiert, als du gesagt hast, ich ziehe aus, ich möchte nicht mehr? Dann hatte sich wieder irgendwelche Sachen ausgedacht, dass ich ihn nur irgendwie verarscht hätte, weil ich nicht wusste, wohin nach der Trennung von meinem Mann. So. Ich hatte eine Wohnung, ich hatte alles, ich hatte eine gute Arbeit, womit ich gut davon leben könnte. Ich habe alles geschmissen. Klingt aber jetzt wirklich so, als wäre die Sache kaputt. Ja. Was wäre das, ein Scherbenhaufen? Wie hat er sich in deinem kleinen Kind gegenüber verhalten? Sehr gut. Sehr gut. Also da gibt es nichts zu kritisieren? Nein. Bist du denn jetzt entschlossen, wirklich zu sagen, ich gehe da jetzt raus? Ja, ich glaube, das ist das Einzige in meinem Leben, was ich wirklich durchziehe. Ja. Ich lasse mich da nicht länger. Ja. Wie sieht das denn aus? Kannst du denn so finanziell, kommst du alleine über die Runden? Ja. Das schon? Ja, habe nur jetzt, arbeite ich nicht, weil ich ziemlich weit von meinen Eltern wohne. Mhm. Und die haben immer meine Kinder betreut. Mhm. Ich habe eine gute Ausbildung. Dann wäre es wahrscheinlich das Klügste, da rauszugehen. Ja. Was auch immer sich dann noch weiterentwickelt. Aber das klingt so schlecht, was du da erzählst. Er hatte wirklich so viele Möglichkeiten, mir die Wahrheit zu sagen. Aber die Frage ist ja immer, warum hat er das getan? Warum? Wollte er sich schöner darstellen? Wollte er dich mehr beeindrucken? Oder was? Ich weiß es nicht. Oder hältst du es für möglich, dass dann sogar noch ein Doppelleben im Gange ist, was du noch gar nicht richtig durchschaut hast?
denke mal, er hat mich nie irgendwie mit jemand anderem bezogen oder mit das jemand, nicht. Mhm. Nein. Aber so am Anfang war das, da hat er immer schön sein Handy versteckt und und so schön blöd, wie ich auch bin, vielleicht noch in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich immer gedacht, ach, das ist doch, ich muss doch sein Telefon nicht kontrollieren. Mhm. Er hat meins kontrolliert. Mhm. Und ich denk, Monika. Also ich glaube, du hast die Entscheidung ja selbst letztendlich auch schon für dich getroffen. Ich kann dich nur unterstützen in der Entscheidung. Geh raus, führ dein eigenes Leben. Trenn dich von dieser komischen, merkwürdigen Beziehung, ja, die dir ja kein Glück mehr bringt, sondern nur noch Nachdenklichkeit und ja, Verletzung auch und, ja, und so etwas. Da wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute dafür. Und raus ins Leben und mach eigene Schritte. Das wird auch ein gutes Gefühl für dich hinterher sein, ja, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Alles Gute. Danke. Tschüss. Andreas ist hier. Andreas ist 31. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Andreas. Na, wie geht's? Dein Thema. Folgendes. Meine Frau, die ist in der medizinischen Hochschule, ist mit dem 8. Kind schwanger. Mit dem 8. Kind? Mit dem 8. Kind. Wir haben noch nicht ein einziges. Das letzte Kind ist in der 25. Woche, plus, also Frühgeburt gewesen. Am dritten Tag verstorben, weil die Ärzte unbedingt meinten, einen dickeren Schlauch einführen zu müssen. Es hat schon eigentlich schon selbstständig geatmet mit einem dünneren Schlauch. Mhm. Dann haben sie einen dickeren Schlauch eingeführt und dadurch ist die Luftröhre beschädigt worden. Dadurch hat zu viel Sauerstoff, mussten sie den Sauerstoff erhöhen und dann durch einen Schlaganfall gestorben. Das Kind? Ja, ich musste dann nachts um 3 ins Henriettenstift nach Hannover und habe dann das Kind nur noch tot in den Händen gehalten. Meine Frau war natürlich schon vor mir drin. So, und es gab 7 Fehlgeburten? 7 Fehlgeburten. In welchem Zeitraum? Man kann so sagen, im Zeitraum vom Dreivierteljahr. Vom Dreivierteljahr? Ja. 7 Fehlgeburten? Ja. Das letzte Kind, also jetzt... Geht das überhaupt zeitlich? Ja, ich weiß auch nicht, wie man das so hingekriegt hat, aber zumindest das letzte Kind hat fast 3 Jahre gedauert, bis dann meine Frau wieder schwanger wurde. Ne? Und ja, jetzt ist sie halt wieder, wie gesagt, schwanger. Ne? Und ja. Jetzt sind natürlich wieder alle Ängste da. Ne? Und in welchem Monat oder in welcher Woche ist sie im Moment? Sie ist jetzt fast Ende 4. In der 4. Woche? Ja, sie hat eine Gebärmutterhaltsschwäche. Sie muss immer so spritzen und das andere und dran und verdünnte Mittel nehmen, weil der Mutterkuchen nicht richtig durchblutet wird. Also bis jetzt sieht alles gut aus, haben die Ärzte gesagt. Ich habe heute das aktuelle Ergebnis gekriegt. Es ist alles soweit in Ordnung. Mhm. Jetzt ist aber natürlich immer nur das, jetzt sind die Ärzte am Hickhacken, weil sie jetzt sagen, ja, normalerweise soll der Gebärmutterhals komplett zugenäht werden, damit das Kind bis zur 32., sprich 36. Woche da bleibt. Mhm. Ja, dann kommt jetzt ein anderer Arzt und sagt, ach, der ist doch sehr gut, eigentlich kann ihre Frau doch schon wieder nach Hause. Aber der andere sagt, es reicht, wenn wir unten so die ersten 1-2 Zentimeter zunehmen. Und ihr seid am Zittern, dass wieder was Schlimmes passiert. Ja. Wenn das, ich habe das sowas noch nie gehört, dass das ist auch vor allen Dingen in der Kürze der Zeit so viele Fehlgeburten. Ja, wie erklären die Gynäkologen das denn? Also sie haben nach dem siebten Kind erst rausgefunden, dass sie eine Blutgerinnungsstörung hat. Ich meine, das war ein paar Kinder zu viel. Ja, allerdings finde ich auch. Mhm. Ja. Also das habe ich auch meiner Frau gesagt, das haben die aber relativ spät erst rausgefunden. Wie geht denn da? Ich meine, das ist ja das erzählt sich so leicht, aber das muss doch für deine Frau ein Horror, eine Katastrophe sein. Es ist ein Horror. Wie geht sie denn seelisch damit um? Also ich sage jetzt mal so rum, wir sind jetzt erst seit kurzem neue Freunde gefunden, wir sind in den Opel Club eingetreten. In Opel Club? Ja, weil wir in Opel fahren. Also meine Frau fährt einen Corsa, ich fahre einen Vectra. Aha. Und dann kam das irgendwie, wir haben neue Freunde gesucht und das alles, ne? Und dann haben wir das da erzählt und selbst die haben geschluckt. Also die haben gesagt, 2 Fehlgeburten sind ja noch normal. Ist denn deine Frau irgendwie so ein bisschen psychologisch betreut? Sie war in so einer Regenbogengruppe, die es hier in Celle gibt. Ja. Aber da geht die höchstens 1-2 Mal hin und dann sagt die einfach, dann kann die irgendwie nicht mehr. Dann ja, sagt sie einfach, ich möchte das gerne abbrechen und fertig. Mhm. Ja. Jetzt liegt deine arme Frau da im Krankenhaus. Und sie liegt in der medizinischen Hochschule und wird hin und her gerissen. Sie wollte heute schon wieder raus, weil die Ärzte gesagt haben, bla, Schwafel, Sülz. Weil die gesagt haben, oh nee, wir können auch mit nichts machen, weil sie jetzt schon wieder eine Entzündung, sie weiß nicht, wo sie die Entzündung schon wieder her hat. Mhm. Ne, und ja. Mensch, Andreas, da bleibt mir letztendlich, da sind mir und uns ja auch die Hände gebunden, euch irgendwie einen klugen Ratschlag zu geben. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich drücke wirklich die Daumen und wünsche euch alles Glück der Welt, dass es diesmal klappt und dass deine Frau nicht, dass es das Kind nicht wieder verliert. Die Ärzte versuchen alles, dass es da bleibt. Mhm.
Ich würde aber trotzdem gerne noch mal kurz dich zurückrufen lassen, ob wir vielleicht doch eine Idee haben, wie wir deiner Frau so ein bisschen helfen können, wenn sie zurückkommt, dass sie so ein bisschen seelischen Beistand kriegt. Kann ich von dir auch ein Autogramm ziehen, kann ich das nächste Mal meiner Frau schenken? Ja, okay, klar. Dann die Sendung immer. Wir rufen gleich mal an. Du legst bitte auf. Alles klar.